Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Arztmusikbox von Frauenarzt und Money Mark. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Arztmusik von Frauenarzt und Money Mark bzw. von den Arzten. Wir haben hier eine Metallbox, schön gestaltet, schön bunt. Und hier lesen wir ganz oben, das geht ab, die Atzen Partybox, Frauenarzt und Money Mark, Atzen Musik. Und dann haben wir unten noch einen Aufkleber, einen Sticker und hier lesen wir Limited Edition inklusive Arztmusik Volume 1, Atzen DJ Mix, Konfetti, Pistole, Schweißband, Sticker und Poster. Gut, ja, wildes Cover, wie man es von den beiden kennt. Wir haben hier oben Sonne, rosa Neonfarben, dann hier Arztmusik in dieser Brillenoptik, dann unten hier noch einen weißen Hai, ebenfalls natürlich mit Sonnenbrille. Und ist die Frage, ob man das hier sehen kann, dieses Element hier, also sowohl die Köpfe der beiden von Frauenarzt Money Mark, als auch hier Arztmusik ist so hervorgehoben, also das ist so herausgehoben. Ansonsten alles hier auf einer Ebene glatt. Auf der linken Seite lesen wir selbstverständlich wieder Frauenarzt und Money Mark präsentieren Arztmusik Volume 1, die Arzten Partybox. Unten genauso, rechts genauso und oben genauso. Und auf der Rückseite haben wir eine enorme Tracklist und zwar haben wir 20 Tracks an der Zahl. Und dann haben wir hier zusätzlich zu diesen normalen 20 Tracks dann auch noch den Arzten DJs Mix auf CD2 und jede Menge Features bzw. Tracks von anderen Interpreten. Es sind echt zu viele, um sie aufzuzählen. Ich werde mal ein paar rauspicken. Und zwar haben wir Features von Bongbande, Bassmutanten, Techno Crew, Kid Millennium, Smokey, Master Shorty, Sadie K, Alexander Markus, Scooter, also jede Menge Tracks. Also 20 plus 28 ergibt dann insgesamt 48 Tracks. Was lesen wir hier noch? Konfetti, Pistole, Arztenschweißband, okay, das haben wir vorhin eh auch schon zur Kenntnis genommen. Credits und Barcode. Gut, diese Box lässt sich auf zwei Seiten öffnen und zwar haben wir einmal diese Seite hier. Okay, hier haben wir mal jede Menge Papierzeug und dann natürlich das Album an sich. Damit wäre diese Seite dann erledigt. Allerdings ist festgeklebt. Also wir haben hier so eine Plastikeinlage, so ein Plastikeinleger, in dem die CD befestigt war und dieser hier in der Mitte angeklebt. Jetzt schauen wir noch mal kurz in der unteren auf der Rückseite nach. Okay, das dürfte dann das Poster sein. Dann haben wir hier die Konfetti-Pistole. Das dürfte die Munition sein. Ach, wenn ich die Pistole jetzt irgendwie doch rausbekomme. Und das Schweißband. Gut, die Box von innen so pink halten. Und dann schauen wir uns mal alles im Detail an. Also, wir haben diese CD, dieses Album, dieses Digipack, das spannenderweise so von unten aufgeht. Und zwar lesen wir hier auch wieder Frauenarzt und Money Mark, Arztmusik, Stereo. Jetzt hätte ich es eigentlich dann so von rechts aufgeklappt. Allerdings ist das eben so gestaltet. Ah, die Rückseite auch wieder so gestaltet. Hier nochmal die ganzen Tracks, die wir auch schon auf dem Boxcover hatten. Und noch hier wieder ein Barcode. Auf der Seite lesen wir auch wieder Arztmusik Volume 1 Limited DJ Mix Edition Arztmusik. Okay, also CD1 sieht so aus. Und auch hier, was haben wir hier? Dahinter auch nochmal relativ klein gedruckt die ganze Tracklist der CD1. Und dann auch noch arztenstyleshop.de zu lesen.
Machen wir die CD wieder rein. Und dann haben wir hier die zweite CD, nämlich der Arztmusik DJ Mix. Auch hier wieder die ganzen Tracks aufgelistet. Und so sieht dann die CD aus. Booklet haben wir hier keines. Das war zu fest. So, dann haben wir einmal diesen Einleger. Das dürfte wohl ja, Merchandise sein. Also man kann diversen Sachen hier nachbestellen oder generell Sachen bestellen. Arzt & Style Shop. Ah, Nachfüllpatronen für die Konfetti-Pistole. Gut zu wissen. Gleich hier das Bestellformular auf der Rückseite. Interessant. Dann haben wir, das dürfte wohl ein Sticker, ja, das dürfte ein Sticker sein, Arzt & Musik. Auch wieder sehr bunt gehalten, türkis, blau und gelb. Und rosa natürlich, grün, hellgrün auch noch dabei. Also es sieht, ja, ist nicht ganz mein Geschmack der Sticker, aber wie man es von den beiden kennt, sehr farbenfroh. Ist vom Format her A6 dürfte das sein, also so eine Postkartengröße. Dann haben wir dieses Schweißband. Mal kurz anlegen, wenn es überhaupt passt. Sieht dann so aus, so ein grünes Schweißband, neongrün mit schwarzem Atze-Aufdruck, Rufzeichen. Ja, also zum Sport, zum Yoga, wo auch immer, wer Verwendung für solche Schweißbänder hat, wird mit diesem seine Freude haben. Ich bin definitiv aus dem Alter raus, als man noch Schweißbänder getragen hat. Dann haben wir ein Poster, aber vielleicht kommen sie auch wieder in Mode, wer weiß das schon. Dann haben wir ein Poster, hier haben wir die zwei Interpreten abgebildet, links Frauenarzt, rechts Money Mark mit Atzenkappen. Oben lesen wir auch wieder Frauenarzt, Money Mark und in der Mitte Atzenmusik. Hey, das geht ab, wir feiern die ganze Nacht, hier in Pink und Weiß. Rückseite blank weiß, also das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Und bevor wir zu dieser Konfetti-Pistole kommen, haben wir dann hier noch kurz einen Beileger, eine Gebrauchsanweisung. Für Kinder ab 10 Jahren, okay. Gebrauchsanweisung. Gut, ich werde die Gebrauchsanweisung jetzt mal beiseite legen, euch und mir selbst ersparen. Ich schau mal, ob ich das auch ohne. Hoppla, anscheinend nicht. Nein. Ich schau mal, ob ich das Ganze auch ohne Gebrauchsanweisung hinbekomme. Also, nachdem das hier die einzige Öffnung zu sein scheint, machen wir das hier mal auf. Ah, das ist schon das Nachlademagazin. Also diese Trommel hier, 2, 4, 6 Schuss, ist schon eingeladen. Sehr schön. Gut, na dann schauen wir doch mal, was dabei rauskommt. So, also aufspannen muss man hier nichts. Ich werde jetzt einfach mal hier senkrecht in die Luft schießen, auch wenn ich das beschissene Gefühl habe, dass ich es gleich bereuen werde. Aber da scheint jetzt irgendwas nicht ganz hinzuhauen, weil ich glaube, das sollte ziemlich genau in der Öffnung sein. So, entweder noch ein Stück nach rechts, irgendwie rastet das nicht an. So, gut, wir riskieren es einfach mal, schauen wir mal, was dabei passiert. Wow. Okay. Also, es riecht auf jeden Fall. Boah, ich weiß nicht, ob man das sieht. Es hat jetzt auch gerade noch hier rausgeraucht. Also es riecht wie diese Platzpatronen, die man damals in den Revolver hatte. Ich weiß nicht, ob ihr damals irgendwie zu Fasching als Cowboy und Indianer unterwegs wart, aber ich hatte definitiv auch als Indianer manchmal solche Revolver in der Hand. Und da hatte man dann solche Platzpatronen und genau so riecht das. Also wenn man diese Platzpatronen verschießt, ungefähr so einen Knall gibt es dann und es riecht auch genauso nach diesem Schießpulver, nach diesen Platzpatronen. Sehr schön, also ihr seht, alleine schon hier der Tisch ist gut mit Konfetti eingesaut, der Boden auch. Also da ist auf jeden Fall ordentlich was drin in einem so einem Schuss und man bekommt hier 6 Stück mal 2, also 12 Schuss Munition. Nette Sache,
Habe ich auch noch nie gesehen in einer Box. Echt, echt eine gelungene Sache in meinen Augen. Ja, das war der letzte Boxinhalt. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben vorgeführte Konfettipistole inklusive Reservetrommel, also 12 Schuss, wie gesagt. Dann haben wir dieses Schweißband in Neongrün. Das Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Diesen Sticker im Postkartenformat. Ja, ist für mich nicht wirklich Boxinhalt, aber diese Infopostkarte mit Atzen Merchandise. Und natürlich das Album, die zwei CDs des Albums im Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box. Arztmusik Volume 1 von Frauenarzt und Manni Mark. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Manni Mark und Frauenarzt unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.